Hallo und willkommen zu einer weiteren kurzen Messervorstellung. Heute mit einem Messer von Sierra Kitty, Confidence in Hand, und zwar dem M1601. Das ist besagter Stachel in der Länge 10,2 cm, geöffnet sind wir bei 18,1. Die Öffnung erfolgt entweder über diese beidseitig verschraubten Daumenpins oder über diesen Flipper-Tab im Kit Carson-Design. Das funktioniert beides und ist auch wirklich ein schöner Einblick. Kann man nicht anders sagen. Wir haben eine Klingenlänge von 7,9 cm und die Klinge besteht aus 8 CR13 MOV, also bewährter Stahl. Der Verschluss ist ein Frame-Lock, um die Kamera das so gut hinbekommt. Ja. Und der Griff ist aus Edelstahl. Wir kommen hier auf ein Gewicht von 74 Gramm. Das ist für dieses Messer schon ganz schön viel, aber wie gesagt, bei Ganzstahlkonstruktionen lässt sich das nicht wirklich vermeiden. Worauf noch hinzuweisen wäre, wäre dieser Clip. Der ist nicht Deep Carry, aber er ist tauglich. Und das Ganze macht einen recht unverwüstlichen Eindruck. Also, ich glaube, die Griffschalen kriegt man so leicht nicht wirklich beschädigt. Ich habe das auch eine Weile bei mir getragen, sieht man dem Ganzen aber nicht wirklich an. Ja, besonders ist bei diesem Messer, dass man es auch relativ leicht zerlegen kann, denn auf der Achsschraube hat man sozusagen hier die klassische Vertiefung für einen normalen Schlitzschraubendreher. Dann kann man das relativ gut zerlegen. Hinten noch zwei Torx-Schrauben, die das zusammenhalten, die Platinen zusammenhalten. Ja, und fertig ist der Lack. Das ist sozusagen eine fürs Feld durchaus geeignete Konstruktion. Man kann es mal zerlegen und reinigen und dann wieder zusammensetzen, wenn einem die kleinen Schrauben nicht wegspringen. Ja, aber an sich wirklich auch eine schöne Sache. So, für zwischendurch. Das lasse ich mir doch ganz gerne mal gefallen. Na, und da klappt es natürlich nicht. Da klappt es nochmal nicht. Aber jetzt. Oh. CRKT M1601. Auch ein schönes Messer. Tja, das soll es schon wieder gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dann bis zum nächsten Messer.